Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Ali der Bastler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich mir eine Fingerzinken-Vorrichtung für die Tischkreissäge baue. Ich habe seit vor kurzem jetzt keine Oberfräse mehr und habe mir gedacht, da müsste es doch sicherlich eine Möglichkeit geben, trotzdem Fingerzinken herzustellen. Und zwar für die Tischkreissäge habe ich eine Möglichkeit gefunden, auch aus dem Netz, ja, wie viele von euch auch, habe ich mir eine Vorrichtung mal ausgesucht. Es gibt da die komplexe Versionen, aber ich habe mir die einfache rausgesucht und damit werde ich das heute mal versuchen. Ich habe noch keine gebaut, das heißt, ich werde es mit euch zusammen ausprobieren. Dann würde ich sagen, legen wir los. Als erstes nehmen wir uns den Winkelanschlag. Das ist das Originale der GTS 10 und werden das erstmal zerlegen. Gut. Was haben wir hier? Ja, dann müssen wir erstmal hier diese Mutter abmachen oder das Feststellrad. Dann ziehen wir das Ganze erstmal ab. Wir brauchen jetzt hier nur noch ein passendes Brett und werden das Ganze dann durchbohren. Hier noch eine Schraube rein und dann ist das Teil eigentlich auch schon fertig. So, ich habe vorhin, ja, ich habe das jetzt mal getestet, vorhin alles aufgezeichnet, gemacht, getan und dann habe ich den Schnitt aber an der falschen Stelle gemacht, deswegen musste ich jetzt das Teil erstmal wieder demontieren. Ich zeige euch das jetzt, wie ich es eigentlich richtig machen sollte. Zunächst werden wir den Schnitt reinmachen und dann die restlichen Schritte. Schauen wir mal als erstes, wie weit wir hochgehen wollen. Ja, ich würde sagen, so ein Zentimeter sollte reichen. Gut, machen wir den ersten Schnitt rein und dann geht's weiter. So, und hier haben wir jetzt unseren Schnitt reingemacht. Ich hatte ja schon bereits hier so dünne Streifen zugesägt aus einem Stück Teakholz. Hier das Stück, das ist hartes, stabiles Holz. Natürlich habe ich hier ein paar Versuche gestartet, bis ich die passende Dicke gefunden habe. Und das hier passt wirklich perfekt rein. So, wie viel das jetzt rausschaut, das ist euch überlassen. Also ich habe hier bis zu 20 mm oder 18 mm könnt ihr da nehmen. Je kürzer das ist, desto stabiler, aber das sollte man aber auch nicht zu kurz machen. Das wird jetzt erstmal verleimt, nachher schleife ich hier einfach das obere Stück etwas ab und dann ist das auch gut. Nehmen wir uns hier das Stück mal raus und werden das jetzt verleimen. Muss jetzt nicht viel sein. Ich hatte hier noch gerade eben etwas, ein Reststück, das zu dünn gesägte. Okay. Schauen uns das nochmal an. Ja, 18 mm. Ein Leim. Schon mal abwischen, weil es wird uns nachher nämlich stören. Und dann lassen wir das erstmal trocknen. So, nachdem das Ganze jetzt trocken ist und sehr stabil ist, werden wir das Ganze jetzt hier mal ansetzen. Dann nehmen wir uns das restliche Stück, was wir ja aus demselben Material übrig haben, zwischen dem Sägezahn und diesem Zapfen. So, dass das hier nicht zu eng und nicht zu locker ist. Hier ist es auf jeden Fall perfekt drin. Halten es fest, klemmen das Ganze einmal hier an der Seite an dem Winkelanschlag fest.
So, jetzt fahren wir das Sägeblatt so weit hoch, je nachdem wie dick das Material ist, was wir jetzt hier mit Fingerzinken versehen möchten. So, dann legen wir uns das hier hin und können dann hier schon mal den ersten Schnitt machen. Dann mache ich das jetzt erstmal fest, damit es nicht verrutscht. Ja, und dann sägen wir mal durch. Gehen wir einen Schritt weiter, was hier auch jetzt perfekt reingeht, und sägen den nächsten. Hier habe ich jetzt den letzten Schnitt gemacht. Ich zeige euch das mal aus der Nähe. Ihr seht, außen ist ein Stückchen etwas weniger dran. Das ist aber kein Problem. Wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar, wenn wir jetzt hier den letzten Schnitt gemacht haben, ja, fahren wir zurück und lassen das Ganze dort liegen, setzen das Gegenstück an und dann machen wir einfach weiter. So, jetzt habe ich mir hier aus Plexiglas nochmal so ein Teil gebaut, wo ich nachher mit dem Leim einfach reintupfe, kann ich das schön verstreichen. Das würde dann so aussehen. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen, aber um das Ganze ein bisschen einfacher zu verstreichen halt, ne? So, der Leim. Ich glaube, dass das sogar mit der Leiste etwas besser funktioniert. Schauen wir mal, ob überall was dran ist. Yep. Nehmen uns jetzt das Gegenstück. Dann drücken wir das mal rein, ohne es kaputt zu machen. Bauen wir unseren Winkel. Ist im Winkel und dann lassen wir das erstmal schön trocknen. Top die Bude, würde ich sagen, oder? Also, ich finde es total cool. Ja, das sieht echt geil aus. Jetzt würde ich da einfach mal ein bisschen Öl noch drauf tun
um zu schauen, wie das nachher aussieht. Liebe Freunde, eine ganz einfache Vorrichtung, einen Winkelanschlag, ein Stück Brett und dieser Zapfen. Das Ergebnis dazu, hier die stabile und optisch schöne Verbindung, Fingerzinkenverbindung. Wofür kann man sowas gebrauchen? Um kleine Kisten zu bauen, wo man dann eben Geschenke oder sowas einpackt oder auch Schubladen beispielsweise. Eher für kleinere Projekte, besser gesagt. Für größere Projekte würde ich dann doch eine Schablone besorgen oder kaufen, bauen, womit man dann eben mit der Oberfräse arbeiten kann. Dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht mit der Oberfräse. Das verlinke ich euch oben rechts. Könnt ihr euch gerne anschauen. Mir gefällt es. Wenn es auch euch gefällt, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Liebe Freunde, ich wünsche euch eine angenehme Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.